So, ich bin jetzt hier mal am Wasser. Auch nicht schlecht, ne? Es hat nämlich einen Grund. Am 16. November startet auf History eine neue Serie. Die nennt sich Captain Kasi auf hoher Spree. Und da steht im Mittelpunkt Kasi. Der hat ein Hausboot und der tuckert so ein bisschen rum und trifft dann so auf diverse Persönlichkeiten. Und heute, und da freue ich mich besonders, ist das Gunther Gabriel. Hallo. Hey, das ist nett, dass wir uns mal sehen, ne? Ja, oder? Und so ein schöner Bart auch dabei. Ja, ich habe vorhin schon gemerkt, dass du sehr neidisch auf meinen Bart bist, ne? Schön, dass du da bist. Und es hat ja auch tatsächlich einen Grund, warum du sozusagen hier für die Serie eingeladen wurdest, auf dem Hausboot ein bisschen Geschichten zu erzählen, rumzugehen, weil du selber eins hast tatsächlich. Ja, seit 20 Jahren habe ich ein Hausboot. Allerdings in Hamburg noch, komme aber jetzt auch damit rüber, schätze ich, Ende Oktober wird der Kahn da sein. Ich habe ja nicht so einen kleinen Apparat hier, sondern 400 Quadratmeter Boot. Ein großes Boot, übrigens aus der DDR. Ehemaligen DDR war ein Arbeiterboot, ja, was ich damals gekauft habe. Und das ist ich plädiere ja auch für alternatives Wohnen. Bitte nicht in Häuserblocks und so weiter. Und ich könnte natürlich auch im Wohnwagen leben, aber das Beste, die Steigerung ist einfach, um Wasser zu leben. Dann würde ich sagen, damit wir uns ein bisschen so einen Eindruck machen, gucken wir uns jetzt mal besagtes Hausboot hier an. Nicht deins? Ja. Gehen wir mal hier rauf. Auf das schöne... Wo? Ja, da fängt es nämlich schon an. Na, ist nicht mal eine ordentliche Tür. Wo soll ich jetzt anklopfen, falls fremde Leute kommen? Ja, da musst du vorher drauf. Also man geht nie einfach auf ein Boot, so wie ich nie einfach in deine Wohnung gehen würde. Das ist ein altes Gesetz. Man muss anklopfen oder sich bemerkbar machen oder furzen oder irgendwas musst du machen, ja. Verstehst du? Ja, so. Herein. So. So, weil jetzt haben wir nämlich schon, jetzt wird nämlich das Boot langsam voll. Kasi, du bist... Der Owner. Hier. Ah, so. Ja. Hallo, so. Guten Tag. Moin, hallo. Du bist der Hausboot-Experte, ja? Ja, Gunther ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Experte. Ich habe das geerbt hier von meinem Onkel Walter und ich probiere seit 6 Wochen, das hier wieder so fit zu machen einigermaßen. Ne? Ja, da brauchst du auch einen Pinsel und viel Lack hier, was ich hier so sehe. Oh, wow. Du. Das hat Vergangenheit, das Boot, ne? Absolut. Aber das hat ja auch so ein bisschen Charme. Also ich sag mal so... Wenn du das Charme nennst, so... Du, in Berlin, da können die das nicht davon unterscheiden, ob das jetzt Kunst ist oder ob das wirklich alt ist. Ja, so bekloppt sind wir schon. Das sieht ja aus wie meine Unterhose von innen. So, das sieht ja schon mal ganz nett hier aus. Ja. Was ich mich jetzt frage, ist, wenn ich hier drauf bin und schipper vielleicht ein bisschen durch die Gegend, weil ich mal woanders anlegen möchte, wo lenke ich denn hier, wo fahre ich denn hier? Da ist doch vorne das Steuerrad, ne? Das Steuerrad? Richtig. Und ich sitze dann hier auf diesem Sessel und da vorne ist Gas der Hebel und ja, muss man halt so ein bisschen steuern halt. Ne? Das sieht aus wie ein Spielzeugrad. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt, aber gut, es macht schon Sinn hier, die ganzen Kabel und dann, ich drücke jetzt hier lieber nichts, aber auch so, ne, dann drücke ich. Aha. Okay. Das ist doch untypisch für ein Hausboot, dass der so eine Steuereinrichtung hat. Ne? Also meins hat es keinen. Hier geht der Dialog schon los. Ich verstehe nur Bahnhof. Aber ich sehe hier, dass ein schöner Grill da ist. Das ist ja schön. Ah. Ja. Ja gut. Man hat natürlich nicht viel Platz hier, ne? Also ich kann jetzt... Der Grill, der steht jetzt nur so da. Normalerweise steht der hier oder je nachdem, wo ich das halt möchte, ne? Ah, also ich kann mein... Also beweglich, sagen wir mal so. Ne? Okay, also Barbecue kann ich hier schon richtig groß machen. Absolut. Okay. Aber guck mal den Schwan an. Sowas hast du natürlich in einer Eigentumswohnung nicht. Auf Wilmersdorf oder so. Das ist doch nicht herrlich. Ich meine, das ist auch das, was es ausmacht, auf einem Hausboot zu leben. Die Natur. Lass mal zusammen reingehen. Ja, gut, pass auf. So. Ja, das ist jetzt erstmal ein bisschen recht spärlich eingerichtet, ne? Ich habe hier mein Bett und hier sind Sofas und hier ist mein Schreibtisch und ja, so sieht das aus, ne? Sehr selbstverliebt, hat er seine eigenen Bierdeckel. Ist halt so, ja. Gunther, würdest du dich hier wohlfühlen? Ja, natürlich. Es ist okay, ne, für eine Nacht oder so. Nein, ich grundsätzlich... Ja, nein, eine Nacht. Nein, ist Quatsch. Grundsätzlich ja. Was ich gut finde, die großen Fenster... Ne? Mhm. Dass Licht reinkommt, dass du direkt an der Wasserlinie bist, das ist doch großartig. Jetzt gut, das ist nicht unbedingt mein Geschmack, darum geht es aber gar nicht. Es ist auf jeden Fall praktisch und dass er zum Beispiel Doppelbetten hat wie in der Jugendherberge, das ist doch großartig. Jetzt sehe ich es. Aufgeräumt, da würde keine Frau reinkommen, hinter den Kerl an. Das ist doch ein richtiger Mann. Das ist doch nicht so ein Weichei, so ein Daumenlutscher, so ein Pissmann. Das ist doch ein richtiger Kerl.
So wie du ja auch. Du bist auch. Absolut. Gerade, dass du keine ja. Frau bist. Oh, Gunther, also dass es so weit noch kommt. Nein. Aber ist das mit Seekrankheit? Also kann das mal vorkommen, dass es sehr schwankt und man dann doch aufwacht und denkt, oh, hu. Nein, sowas gibt es nicht. Alles, nee? Hab ich noch einen. Nun fang doch nicht mit den negativen Dingen an. So. Vielleicht, das ist sogar der Vorteil, wenn du jetzt meinetwegen von der Kneipe kommst, ne? Hast ein bisschen Blasendruck, da brauchst du nicht erst auf den Lokus gehen, da schiffst du gleich über die Reling. Und da sagt keine Frau, mach den Deckel bitte hoch. Ja, und so, ja, im Sitzen. Schon mal von Leuten beobachtet worden, die nebenan mit dem Boot vorbeigetuckert sind? Ja, nicht da gegenüber bei mir, ist ein sehr exklusives Restaurant und da hat der Geschäftsführer, sag mal, kannst du nicht auf der anderen Seite pinkeln? Die Leute sind mit dem Fernglas schon dabei. Gehen wir mal jetzt in die glamouröse Küche. Ja, bitteschön. Könnte eng werden? Ja, geh mal bitte vor. Ich kann das ja von hier aus alles zeigen. Ich habe da Chilischoten, ein paar Böhnchen. Ah, ich sehe schon. Ja, das ist alles wunderbar. Reicht zum Essen. Ne? Doch, ist also man kann sich nicht... Naja gut, also wobei bei mir zu Hause... Sieht das ähnlich aus? Ja, komm, wir gehen mal raus. Ja. So. Ah, oh. Ah. Film uns mal, wie wir hier stehen. Allein wie der Wind in unseren Haaren weht und wir hier stehen und aufs Wasser raufgucken. Das ist doch schon... Doch, daran kann man sich gewöhnen. Ja, das könnte doch jetzt auch hier Rio de Janeiro sein. Könnte, ist aber noch nicht, ne? Hier ist diese herrliche Ruhe. Das, und trotzdem bist du mitten in der Gesellschaft, ne? Mitten in der Stadt. Das ist der Reiz. Und deshalb würde ich nie woanders mehr hinziehen. Und dazu kommt ja auch, dass Berlin umgeben ist mit einem Seegebiet, Wasser, viel Wasser, was man gar nicht glaubt. Ne? Die meisten rennen ja am Potsdamer Platz rum oder gehen in Kneipen, in Diskos und so weiter. Aber das hier ist der Reiz von Berlin. Darum, sagte Axel Springer, Berlin ist das Herz Europas. Und es ist so. Ja, glaubst du nicht, aber. Ich spüre sie schon, die Freiheit, diesen Frieden. Was, ja, das ist es so. Was würdest du denn jetzt Leuten empfehlen, die sich unschlüssig sind? Leuten wie mir? Dann lass es sein, wenn du unschlüssig bist. Du Ach musst so. Brennen. Nein, das gilt doch für alles. Du musst immer brennen, für was du stehen willst. Mhm. Du bist jetzt hier so ein Disc-Jockey, meine ich, den nehme ich an, ja, ich weiß nicht, Moderator. Dafür musst du brennen. Und wenn du nicht brennst, dann lass es sein. Ja. Du musst für alles im Leben brennen. Für eine Frau musst du brennen, für deine Kinder musst du brennen, du musst für eine Lebensphilosophie brennen. Die meisten brennen ja nicht. Die laufen irgendwelchen Sachen hinterher. Aber brennen ist es. Wenn du für sowas nicht brennst, dann lass es sein. Dann kauf dir einen Wohnwagen. Dafür kann man auch brennen. Das sind allgemein sehr, sehr interessante Worte. Ich glaube, jetzt haben alle sich schon gedacht, jetzt, ja. Doch, ich mache jetzt auch, was auch immer ich machen wollte. Sehr schöne Worte. Gunther, vielen, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Ich danke dir. Und Kasi, natürlich dir auch vielen Dank. Viel Erfolg mit der Sendung. Und ihr müsst jetzt ja sowieso erstmal ein bisschen allein bleiben und könnt euch jetzt ein bisschen umsehen. Ja, ich verlasse das Ganze jetzt mal. André, du kannst ja noch ein bisschen bleiben. Ja, genau. So, ich gehe jetzt. Tschüss. Mit Kapitän auf die Reise. Nimm uns mit in die weite, weite Welt. Wohin geht's?